Das, was wir als erstes immer haben wollen. Wir müssen noch Brot holen. Ja, komm, das Brot holen wir uns auch noch. Brot ist sonst auch immer so langwierig. Bitte sehr, Christe. Brot ist sonst auch immer so langwierig, deswegen. Wir haben nur 33 Brot. Essenstechnisch sollten die... Ey! Baum. Ach nee, ist eine Himbeere. Mann, ey. Ich wünsche, die Himbeeren wären weg. Die will ich echt nicht haben. Ich will wirklich keine Himbeeren haben, eigentlich. Oh, was ist das? Ein Auerochse. Neues Tier wurde geboren, Ziege. Und wir haben keine Schweine mehr. Gut. Schweine bringen aber auch nicht viel. Einmal bitte töten. Ziege wollen sie auch schlachten. Da ist noch eine. Zack, weg damit. Weg damit. Können wir ja auch sehen, was wir haben, ne? 12 Schafe, 17 Ziegen. Okay, wir müssten Ziegen echt mal schlachten. Ziegen sind wirklich, ja. Ziege wurde geschlachtet. Sehr schön. Tötet sie alle. Ein neuer Mensch wurde geboren. Sehr schön. Tötet. Nee, warte, das ist ein Mensch. Bäh. Könnt ihr mal das Kupfererz wegräumen? Wie sieht denn das aus? Aber dann stellen wir wenigstens die neuesten Sachen hierher, ne? Gibt es eine Waffenschmiede oder sowas? Hier, Werkstatt. Oh, guck mal hier, das sieht schon richtig nach Haus aus hier. Nice. Ja, genau dahin. Da sieht's gut aus. Jetzt hört mal auf, die Tiere zu schlachten. Ja, gleich habe ich keine Tiere mehr. Jetzt meckert er wieder, weißt du? Kannst doch nie recht machen, den Typen. Oh, guck mal hier, der Megalith kommt. Er ist unterwegs. Er ist under the way. Bereit für den Transport. Stimmt, das musste man ja anklicken. Warte, der andere war hier unten. Bereit für den Transport. So. Hier haben wir, glaube ich, ein Megalith, aber zu viel, oder? Weil 1, 2, 3, wir brauchen nur noch 2, sind es einer zu viel. Vielleicht können wir noch so ein Stonehenge oder so bauen. Das wäre vielleicht auch nochmal nicht schlecht. Oh, die Waffenwerkstatt ist fertig. Eine Angel, klar, warum nicht? Oh, du stellst auch Schlitten für mich her? Wobei, das ist komplett unnötig, dass du das machst. Ja, wobei, weiß ich nicht, er stellt denn ja immer was her. Da fahren hier aber nachher 1 Million Schlitten rum, da habe ich auch keinen Bock drauf. Ich mache nochmal 4 neue von denen. Ich habe auch keine Lust, dass hier 1 Million Schlitten rumfahren, ehrlich gesagt. Ich wollte gerade sagen, einer könnte hier Blaubeeren sammeln, aber machen die ja schon. Die sind ja fleißig. Oh, warte mal, hier. Wir sind schon wieder bei 15. Esel oder Kuh? Wir machen Esel. Domestizierungstechnologie erlaubt es. Ja, okay. Ich dachte, Esel. Esel werden größtenteils verwendet, um Karren zu ziehen, aber sie können auch geschlachtet werden, um Fleisch zu erhalten. Ein Unterstoff, dieses Tier kann einen Karren ziehen. Mit einem Karren ist aber nicht der Schlitten gemeint, ne? Nein, für Karren brauchen wir noch das Rad. Also müssen wir trotzdem uns auch ein paar Esel aneignen, damit sie unsere Sachen ziehen. Ich habe so Angst vor dem ersten Angriff, ey. Ich möchte am liebsten das Zeitalter wechseln, dass wir hier irgendwie, keine Ahnung, Raketenwerfer oder so haben. Räuberangriff. So viel dazu. So, warte. Jetzt können wir verwalten. Verteidigung. Alarm! Alarm! Und ein Einzelner steht da. Jetzt können wir Alarm machen. Jetzt müsste alles besetzt sein, ne? Ja, sie besetzen die Türme. Geil. Besetzen sie alle Türme? Ja, hier, den müssen sie ja auch. Der Turm ist kaputt. Okay. Gucke ich erstmal zum Händler. Das Rad, nein. Brot. Erze.
Hülsenfrüchte. Hier, kriegst Knochen für. Ich habe jetzt keine Zeit für dich. Geht doch nicht einzeln drauf, Mann. Jetzt, ja, genau. Abgeschlachtet, Alter. Da haben die alle gewartet. Die 1000 Leute haben da gewartet. Okay, wir haben trotzdem ziemlich viele Menschen verloren. Sind wir mal ernsthaft, wir haben trotzdem sehr viele Menschen verloren. Ey, ihr dürft wieder arbeiten gehen. Okay, die Türme sollte ich nicht zu weit hinten bauen. Wir sollten die Türme weiter vorne bauen. Also mehr bei uns hier so. Da zum Beispiel hin. Weil den haben sie ja doch ziemlich schnell kaputt gemacht, den Turm. Aber egal, hier liegen Gegenstände rum. Da liegt ein Wolloutfit, wer möchte, ne? Da wächst ein Baum. Will ich nicht. Nein, will ich wirklich nicht. Ich will nicht, dass da ein Baum wächst. Aber wenigstens haben wir jetzt auch einen, der Pfeile und Bögen herstellt. Und Angeln. Angeln sind auch gar nicht schlecht. Brauchen wir ja schon gar nicht mehr hier irgendwas, ne? Eigentlich brauchen wir es ja sowieso nicht mehr hier. Weil wir haben jetzt ja anderes. Der stellt übrigens auch Bögen her, aber der stellt sie nicht so oft her. Das müsste eigentlich alles sein, was der auch in Kupfer herstellt, ne? Kupferspeer, Kupfermesser, Kupferaxt, Kupfersichel. Fischerwerkzeug, ja, brauchen wir eigentlich auch nicht mehr, wenn jetzt jeder eine Angel hat. Dann lasse ich dich jetzt hauptsächlich das da herstellen. Ja, eigentlich können wir jetzt alles über Bronze gehen. Ich hoffe, das kriegen wir auch wirklich hin, dass alles über Bronze geht. Wir haben echt viele Menschen gerade verloren. Warum habe ich denn so viele... Man braucht gar nicht so viele neue Häuser bauen, die sterben eh. Alter, haben wir viel Getreide hier rumliegen. Das ist ja unmöglich. Guck mal, das hier will ich haben. Mauern und Schwerter, dann können sie sich gar nicht mehr. Aber ich habe Angst, wenn wir das machen, können die das halt auch machen. Weißt du? Und das ist schon, ja... Dann haben die halt auch Schwerter und nicht nur das, was wir haben. Aber noch ein paar Türme. Vielleicht sollte man auch echt mehr Türme bauen, dass wirklich mehr in den Türmen verteidigt wird. Nicht nur hier so sporadisch. Na endlich, 3 neue Ziegen wurden geboren. Sollten wir auch einen Turm hier so reinbauen? Einfach nur, falls sie... Die laufen ja sowieso rein. Die laufen ja eh rein. Aber dann schießen die... 5 neue Ziegen wurden geboren. Na Gott sei Dank. Guck mal, eine Babyziege. Ja, ich arbeite dran, die 5000 Ziegen, die wir hier wieder haben, die wir wieder hergestellt haben, zu töten. Töten. Das sind jetzt schon wieder 10.000 Ziegen, die wir hier dabei haben. Tot. Jetzt nicht mehr. 4 neue Menschen. Menschen sind die seltenste Ressource. Ich versuche 2 Ziegen zu suchen. Weil sie sind, glaube ich, alle hier drin, ne? Kann ich das töten? Ich mache die ganze Zeit raus und rein, die Ziegen. Das ist volles Ziegenmobbing, was ich hier betreibe. Haben wir genügend Platz wieder? Oder? Nee. Aber der Händler ist gekommen. Kupfererz, bitte. Ein Esel brauche ich nicht. Hülsenfrüchte, immer. Weiß noch nicht mal warum, ehrlich gesagt. Noch 2 Leder. Weil wir sowieso nie Leder haben. Ja, dann kriegst du noch, weiß ich nicht, ja, noch ein Knochen, ist egal. So, dankeschön. Nicht genug Platz für die Ställe.
Tiere, Ziegen. Ich brauche auch nicht so viele Ziegen. Aber ich kriege ja auch alle nicht geschlachtet, die Viecher. Okay, wir müssen mal ein neues Holzlager bauen, sehe ich gerade. Rein theoretisch müssen die es ja auch woanders lagern, ne? Eigentlich müssen die es ja auch in den Lagerhäusern lagern, oder? Oder legen die Baumstämme da wirklich nur hin? Mach dir halt noch einen Haufen hier hin. Müssen einen Haufen bilden. Nee, außerhalb irgendwo. Keine Ahnung, wir brauchen das nicht. Da. Da kann Holz liegen. Da liegt Holz gut. Den jungen Baum müssen wir sofort vernichten. Wir haben übrigens jetzt auch 31 Holz. Also Holz ist jetzt auch wieder... ist das, was wir haben. Hier würde ich gerne, wenn ihr das hier abbaut. Genauso möchte ich auch gerne, dass ihr das da abbaut. Ich weiß, ich könnte einen Arbeitsauftrag hinlegen, aber... Nö. Wie viel Stein haben wir? Müssten wir eigentlich auch ein neues Steinlager bauen? Vielleicht kann man ja... Lager? Habe ich jetzt Stein oder Holz genommen? Und endlich wurden wieder zwei neue Ziegen geboren. Alter, das ist wie im Streichelzoo, ey. Kann man Steinhaufen vielleicht hier oben mit hinsetzen? Und dann sagen, da kommen nur keine Steine rein, sondern nur Erze. Und hier unten sagt man, hier kommen keine Erze rein, sondern nur Steine. Hier sind nur Steine drin. Ja, so als gedacht habe ich das. Übrigens, 11 Wissen, das Rad. Wir können jetzt einen Karren bauen. Mit diesen Karren sind wir noch schneller unterwegs. Ja, da müssen wir erstmal sehen, dass wir... dafür Esel bekommen. Und ich muss unbedingt die Ziegen töten. Das ist so essentiell, dass wir hier Ziegen töten. Die laufen aber weg, die Ziegen. Die Ziege läuft nicht weg. Die Ziege läuft nicht weg. Die Ziege läuft nicht weg. Ah, immer bei der Wasserstelle, da kannst du sie töten. Die Ziege läuft nicht weg. Hey, 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 hey. Die Ziege läuft nicht weg. Und die Ziege läuft auch nicht mehr weg. So. Jetzt haben wir endlich mal ein paar Ziegen getötet. Gott. Kann ja keiner mit leben, ey. Wir haben 36 Bögen. Also wir haben auch genügend Bögen. Ach, da, achso, weil du Schlitten baust. Achso, ja, genau. Brauchen nicht mehr so viele. Oder so, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich will nicht, dass ich da so viele habe. So, jetzt haben wir endlich mal ein paar Ziegen getötet. 9 Ziegen, 12 Schafe. Ja, das kann man schon wieder ein bisschen besser verkaufen. Vielleicht nochmal ein Schaf töten. Du da. Du bist fast fertig, deswegen wollen wir dich töten. Oh ja, der kommt schon mit Karren an. Okay, ich hätte aber gerne... Oh, Ziegen können wir kaufen, cool. Oh ja, Kupfer, Kupferbarren kaufe ich auch sofort. Fleisch übrigens auch, weiß auch nicht warum. Und Brot, weiß auch nicht warum. Dankeschön. Einfach Barren und Erze, damit hier wirklich... High Life ist, ne? Ist das? Ach ne, das ist ein Hirsch. Ich habe noch keine gesehen. Wie sieht's eigentlich mal aus mit dem Monolith hier? Weißt. Hörst mal, wenn ihr den mal da hinschiebt. Einer fehlt noch. Oh, da kommt er. Da kommt er. Geil. Steinkreis gleich fertig. Geil, geil, geil. Geht to the Eile. Ja, das Rad. Esel suche ich aber. Ihr seid Esel, oder? Seid ihr Esel? Das wilde Esel. Komm mal her. Komm, komm, komm zu Papa. Jagen. Ich dachte, die kann ich domestizieren hier. Hilfe, die wuseln so viel. Krankheit beeinträchtigt die Feldfrüchte. Einige Einwohner haben keine leichte Kleidung. Oh, oh, Entschuldigung. Schwitzt ihr zu sehr, oder was? Schafft ihr schon. Dafür brauchen die Leine, glaube ich, oder? Wolle ist, glaube ich, für Winter und Leine ist für... Ja. Okay. Zieht euch einfach aus. Tschüss, Schaf. 3 neue Schafe wurden geboren. Tschüss, Schaf. Tschüss, Schaf. Okay, wir brauchen Leine. Für Leine brauchen wir... Was war das nochmal?
Flachs, ne? Können wir ein kleines Flachsfeld vielleicht noch herstellen? Ist ja schön, wenn die Bäume da weg wären. Können wir hier noch ein Flachsfeld herstellen? Was ist? Achso, wieder ein Sturm. Na, wird da bestimmt gleich wieder einer vom Blitz getroffen. Ich hätte gern, dass ihr diese Bäume hier mal fällt. Die sind ein bisschen... Ach nee, warte mal, das sind meine Bärenbäume. Ja, vielleicht solltet ihr die doch nicht fällen. Okay, ja, Entschuldigung. Nicht durch das Gemüse. Ah, durch das Gemüse. Obst. Getreide. Also, ihr wisst, was ich meine. Die werden gleich, den aufstellen, ne? Ich hoffe, das machen sie auch wirklich. Ich folge denen mal. Weil ich das sehen will. Die macht. Ja, sie stellen es auf. Die Idioten. Die Idioten. Das ist eine Verteidigungsanlage da. Da sieht man wenigstens mal, wie sie es gemacht haben. Lauf nicht weg. Läuft er weg. Ja, neues Wissen. Steinkreis. Nice, ein Steinkreis. Und gleich erstmal Ziegen da drin schlachten, Alter, um unseren Gott, neuen Gott zu huldigen, ey. Das ist das Erste, was wir machen müssen. Ziegen schlachten. Und jetzt müsste doch hier der Ruhm... Naja. Naja, aber er gibt immerhin 50 Ruhm. 50, das ist gar nicht mal wenig. Man kann 1000 haben, aber... Ich will aber auch nicht 1000 haben. Wer weiß, wie viele Ziegen geboren werden. Gut, ich stelle mich mal wieder... Ups! Da klickt er einfach aus dem Spiel raus, der Schlingel. Schnell mal die Minute aufschreiben. Nicht, dass ich vergesse, wo das war. So, er klickt einfach aus dem Spiel raus. Da drin jetzt echt einfach die Ziege schlachten. Weiß auch nicht warum. Bin ein bisschen außer Kontrolle. Aber nice, haben wir einen Steinkreis. Übrigens, Rinder können wir jetzt auch machen. Und das nächste ist jetzt die Bronzezeit. Alter, wir sind schon, wir ballern hier durch die Zeiten durch. Vieh. Vieh produziert Milch und kann auch geschlachtet werden, um Fleisch und Häute zu erhalten. Genau. Okay, Vieh. Was ist denn Vieh? Seid ihr Vieh? Auerochsen sind da eigentlich Vieh, ne? Warum kann ich nie irgendwas einfangen? Hier, fang. Fang mal. Fang einfach mal. Ich will das mal, ne? Der Händler ist auch gekommen, der Schlingel. Ist so ein Esel dabei? Oh, eigentlich bräuchte ich mal einen Esel hier. Nehmen wir gleich zwei mit. Dann können die Bunga Bunga machen. Das wird jetzt teuer. 300 müssen wir jetzt irgendwie zusammenkriegen. Das ist gar nicht mal wenig. Das ist bei weitem nicht wenig, 300. Das ist Sparta. Zack, da haben wir Esel. Wir haben Esel. Schlachten. Genau, das wäre jetzt genau, das ist genau das Richtige, was wir jetzt machen müssen. Schlachten. Oh Mann, wir brauchen schon wieder neue Häuser. Ah! Geht mal weg. Bitte. Ständig kommen hier neue Lockels an, ne? Keine Räuber. Ich dachte gerade. Ja, Flachs müssen jetzt erstmal wachsen, ne? Flachs ist natürlich jetzt erstmal das, was wachsen muss, damit wir Leinen herstellen können. Damit wir, wusste ich nicht, dass wir Leinstoff brauchen. In dem Sinne brauchen. So, nur noch ein Stein. Dann können wir da endlich... Diesen Baum können wir schon fällen? Ja. Weg damit. Ah, neuer junger Baum. Verdammte Bäume. Oh, guck mal, eine Babyziege. Evil. Zerrt ihn am besten. Oh, drei neue Ziegen, ey. Das war die Rache dafür, dass wir die Babyziegen töten. Oh, Hilfe, Alter. Das Tiere gebären ist echt
Weiß ich nicht, kann man das ausschalten? Man hört einfach nur, wie wir sie abstechen, ey. Das finde ich irgendwie gerade cool. Weiß ich auch nicht, warum, was da los ist. Haben wir eine Kuh jetzt schon gefangen? Ja, wir haben tatsächlich ein Vieh gefangen. Mistvieh, ey. Gut, und jetzt können wir uns auch einen Karren bauen. Warte mal, wir haben zwei Esel, oder? Können wir uns, glaube ich, zwei Karren bauen. Ich baue erstmal nur zwei Karren. Wie viele Esel haben wir? Zwei Esel, zwei Karren. Oh, guck mal hier. 95% Gemeindewohl, Alter. Die sind richtig lucky. Seit sie gerade die ganzen Ziegen und so getötet haben, sind sie halt jetzt gerade high life, ne? Guck mal da. Wie geil. Dabei habe ich doch gar keinen Karren gebaut. Ich habe gar keinen Karren gebaut. Warum hast du einen Karren? Der Händler ist übrigens da. Hallo.